willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Fatih-Szene. Erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es geht weiter mit Community-Fahrzeuge. Ich habe wieder mal sehr schöne Fahrzeuge von euch zugeschickt bekommen. Danke, danke, danke. Falls du willst, dass wir auf dein Fahrzeug reagieren, schreib mir auf Instagram, sende mir eine Nachricht, die Bilder von deinem Kfz und natürlich die Daten. Das erste Kfz, was ich zugeschickt bekommen habe, Grüße gehen raus an Ertan-YLMZ06. Wir haben hier einen wunderschönen, aber auch wirklich einen wunderschönen E36 in der Farbe British Racing Green. Und das Kfz steht hier auf Luft. Hat er auch reingeschrieben. Ich bin mal gespannt. Nebelscheinwerfer. Hat er die Kappen drauf geballert? Einen Moment. Ich muss kurz was gucken. Okay. Der hat noch reingeschrieben, er wurde auf den M3 GT angelehnt. Alles klar. Sorry. So. Natürlich hier wie beim GT vorne komplett alles in schwarz. Die Front sehr, sehr schön. Optik gefällt mir. Die Leute, die mich schon seit Tag 1 auf dem Kanal abonniert haben, die wissen jetzt, was ich sagen werde. Bruder, no front, das Fahrzeug sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die Felgen 1A, E36, M3 Außenspiegel. Ja, die M3 Außenspiegel musst du auf jeden Fall draufklatschen. Von der Front her würde ich sagen, ich würde ZKW Linsenscheinwerfer reinballern. Vom Heck haben wir jetzt keine Bilder. Aber wir haben ihn Class 2 verbaut. Ist ein Facelift-Modell. Die Innenausstattung sehr, sehr schön gemacht. Feier ich. Für die Innenausstattung gebe ich eine Note 1. Für die Optik gebe ich eine Note 2. Nur wegen den M3-Spiegeln nicht, Bruder. Ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr schöner E36. Gefällt mir wirklich. Mashallah. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Kfz. Und zwar, hier haben wir einen E46 320 CI Orient Blau. Er hat reingeschrieben, vorne Federn hat er verbaut. Sonst komplett Originalzustand. So wie er bestellt wurde. Schalter ab Werk. Grüße gehen raus. Haltet euch gut fest. Es ist MXSTAFA42. 42 steht natürlich zu 100% Goya. Hier haben wir einen schönen E46 M-Paket. Die Original E46-Felgen hat er verbaut. Ich würde an dem Kfz nichts machen. Natürlich könnt ihr Felgen draufknallen, ne? Nö. Ich würde auch machen E46 Original fahren. Aber was ich ändern würde an der Front, die Nieren. Die Nieren würde ich grob machen bei dem. Sieht besser aus. Meine Meinung, ne? Cabrio-Verdeckung ist in der Farbe blau. Mich würde mal interessieren, ob er auch einen Hardtop hat. Nein, hat er nicht. Auf jeden Fall schönes Auto, Musti. Grüße gehen raus. Machen wir direkt weiter. Wen haben wir denn jetzt hier? Den Niklas.ra.5. Niklas, Grüße gehen raus. Vielen Dank erstmal fürs Auto. Ich kenne das Fahrzeug. Er hat das Fahrzeug, soweit ich weiß, von null auf gebaut. Motor war draußen, Sitze waren draußen, Teppich war draußen. Der hat das Fahrzeug komplett zerlegt. Und dann komplett aufgebaut. Er hat auch reingeschrieben, Kennzeichen bitte nicht zeigen. Alles klar, werden wir nicht zeigen. Aber dafür dein Insta, Bro. Weiter geht es. Er hat hier zugeschickt. Den BMW E24 635 CSI Baujahr 89. Trocken eisgestrahlt. Motor werksneu. Okay. Neues Heckteil, Schweller und so weiter. Verbaut mit Kühlschrank hinten. BBS RS 211. Dreiteiler, 211 PS, Cut hat der reingeschrieben und in der Farbe Diamant schwarz war. Und er hat noch reingeschrieben, mach nur Kennzeichen und erkennt mich bitte. Mach ich. Das Fahrzeug, Freunde, ne? Boah. In so einem Sechser kann ich mich sehen lassen. Genau mit der Jacke hier, ne? Das Fahrzeug sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ihr werdet mich jetzt fragen, was kann man an dem Kfz noch ändern, ne? Gar nichts. Ich würde an diesem Kfz nichts ändern. Gar nichts. Was willst du denn da ändern? Orangene Blinker. Die Front von dem, ne? Wie ein Haifisch. Kannst ihn tiefer legen, aber würde ich nicht. Der sieht schön aus. Der sieht wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Eine Note 1 minus. Eine Note 1 habe ich dir bis jetzt noch nicht gegeben. So, auf jeden Fall, Niklas, vielen lieben Dank. Machen wir jetzt weiter. Ey, wir haben wieder einen BMW. Grüße gehen raus, jetzt Uppenstrich, RZ41 Uppenstrich. Er hat uns einen E60 520i zugeschickt aus dem Baujahr 2007. 2007 ist der Facelift. 2 Liter Benziner, in Klammern jetzt, sehr, sehr schön. Ich weiß, keine krasse Motorisierung. Ja, Motorisierung ist nicht alles, alles gut. Brayton Tiefbettfelgen auf 20 Zoll MPG nachgerüstet. So, schöner E60 auf jeden Fall. Was ich machen würde, ist auf jeden Fall, vorne ist okay, hinten auf jeden Fall so ein Stück tiefer kommen, ne? Um die 2 cm würde ich jetzt von hier aus sagen. Ansonsten, die Spoilerlippe hat er verbaut, die sieht sehr, sehr schön aus. Auf dem anderen Bild sieht er aus wie ein Bus hinten,
Aber auf dem anderen Bild wiederum sieht die Tiefe voll in Ordnung aus. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Gefällt mir jetzt Geschmackssache, aber mir persönlich gefallen die, weil wir sehen den E60 immer auf Originalfällen. Original-M-Fällen sage ich jetzt dazu. Aber die schönen Braytons gefallen mir. Ist gut auf jeden Fall. Sieht auch schön aus. E60 M5 wäre auch was für mich. Spaß beiseite, nein. Er sieht wirklich schön aus. Schöner E60 auf jeden Fall. Und er hat natürlich das M-Paket nachgerüstet, ne? Sehr schön gemacht. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden, was ich bei dir machen würde. Bremssattel würde ich in der Farbe lila haben wollen. Lila. Boah. Boah, das ist eine heftige Kombi. Kommt, schreibt sie da rein. Das ist wirklich eine heftige Kombi. So. Oh shit, holy shit. Weiter geht es. Grüße gehen raus an EMRXAH. Vielen Dank erstmal fürs Kfz. Bisschen Spaß muss sein, Freunde. Was haben wir hier? Ein E36. Haltet euch jetzt gut fest. 318 IS Arvus. Arvus heißt jetzt für euch in dem Fall Motorsport Limited Edition. Boah, sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, ist ein Schweizer Kfz. Schweizer. Boah, das Fahrzeug gefällt mir. Zu 100% aber auch. Zu 100%. Also, Daten haben wir leider nicht. Ist ein 318 IS Arvus Motorsport Limited Edition. Der hat auch zum Beispiel die Leisten. Habe ich recht? Genau. Ich habe recht. Die Leisten sind anders bei dem. Da hat er den, Arvus Edition. Den International Kleber sage ich jetzt dazu. Ne? Ansonsten, was fällt mir ein? Im Innenraum hat er ein paar Sachen anders. Zum Beispiel am Handschuhfach steht wieder mal drauf. Ansonsten haben wir noch, was hat denn der Arvus noch gehabt? Ey? Die Türgriffe. Ich werde jetzt euch nicht sagen, was am Türgriff steht. Ja? Schreibt es in die Kommentare rein oder googelt das selber. Ich will jetzt hier nichts verraten, weil die Teile kosten, glaube ich, noch bei BMW 220 Euro oder 250, weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn ich das Falsches gesagt habe, Freunde, schreibt es in die Kommentare rein. Der hat hier Japan Racing Fällen drauf, soweit ich weiß. Wenn ich das Falsche sage, schreibt es in die Kommentare rein. Was mir persönlich jetzt an dem Kfz nicht gefällt, ich bin ja immer ehrlich zu euch, ne? Fellenstern, die Farbe jetzt also. Ich würde es wieder silber machen. Front, sehr, sehr schön. Die Nieren nicht schwarz gemacht. Feier ich. Hier haben wir die Chromnieren verbaut. Wir haben den Class 2 verbaut. Auf jeden Fall eine Note 2 hat er verdient. Eine Note 2 ist schon sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. So, machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Kfz. Ist ein Cabrio. Und zwar Grüße gehen raus an Joel27020. Vielen Dank, Joel. Oh, oh, oh. Haltet euch gut fest. Der ist frisch 18, soweit ich weiß. Und zwar der Joel. Wir haben hier ein BMW 328i in der Farbe Montreal Blau Metallic. Das Fahrzeug hat nur 71.000 Kilometer auf der Uhr. Wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr selten. Wir haben hier ein 4-Facelift-Modell, deutsche Erstauslieferung. Ich bin die zweite Hand gewesen, weil erste Hand war der Opa, Erstbesitzer. Rost- und unfallfrei, Baujahr 95, März, Oktober. Sehr, sehr schöne Daten, falls ihr eure Fahrzeuge mir zuschickt per Insta. So sollte eure Bewerbung aussehen, Freunde. Ja? Klar, keine Bewerbung, ne? Aber gefällt mir. So, was hat der hier, liebe Joel, jetzt? Styling 24, sind die hochglanzverdichtet? Vorne 7,5, hinten 8,5. Sehr, sehr schön. In der Farbe Montreal Blau. Wir haben hier kein M-Paket. Sehe ich sofort, ne? Klar. Aber dafür die schönen Styling 24. Aber der hat die Vollleder-Sportsitze drin. Sehr, sehr schön. Was machen wir am Kfz sofort? Joel, M-Front, die Seitenschweller, ne? Die M-Seitenschweller. Die Heckschürze und die Leisten. Und natürlich unsere M3 Außenspiegel, wenn es finanziell noch reicht. Ansonsten würde ich das Fahrzeug anmelden und fahren und Sommer genießen. So, vielen lieben Dank, Joel. Weiter geht es jetzt mit dem nächsten Kfz. Wir haben den E36. Grüße gehen raus an E36.Calypso Red. Oh, Burak. Jetzt kommt ein Calypso Roter. Wir haben den E36 323 Automatik, Baujahr 95. Vollleder Sportsitze haben wir hier verbaut. Großen Bordcomputer. Ansonsten Sitzheizung sehe ich. Und das war's aber auch. Ist eine Automatik. Oh, Motorraum. Achtet mal auf den Motorraum. Sehr, sehr schön gemacht. Die kleinen Details zeige ich dazu. Domstrebe in der Farbe. Nö, das ist eine originale Domstrebe, die Alu-Domstrebe. Sieht schön aus. Optik. Was geht an der Optik? Schwarze Nieren haben wir verbaut. M3 Außenspiegel, Smoke Blinker. Was würde ich an dem Kfz ändern? Schwierig. Was könnte man jetzt bei dem ändern? Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr ändern würdet. Ich würde bei dem hier auf jeden Fall die Styling 24 drauf klatschen. Styling 24 drauf und die Nieren würde ich ändern. In Chrom wieder. Ansonsten würde ich nichts machen.
323 Coupé, Automatik. Sieht schön aus. Eine Note 2 minus geben wir mal, weil es eine Automatik ist. Nein, Spaß beiseite. Fahrzeug sieht wirklich schön aus. Ein bisschen Spaß muss sein in den Videos. Auf jeden Fall. Ist ja gut gelungen. Aber Styling 24, das Fahrzeug direkt 3000 Euro teurer. Weiter geht es mit, wir haben hier einen E36. Wieder mal ein E36. Ich habe hier ein Bild gefunden. Das muss ich euch ganz kurz zeigen. Das gefällt mir wirklich. Guck mal her. Wirklich. Feier ich. Grüße gehen raus an kleinanzeige.motors. Vielen lieben Dank, Bruder, für das Auto. Was haben wir hier? M52 B28 mit M50 Brücke. Styling 24 im Sommer. Haltet euch jetzt gut fest. RC090 im Winter. Und das Fahrzeug ist nicht in der Farbe Kosmos Schwarz, sondern Schwarz 2. Sehr selten zurzeit. Und er hat noch ein Class 2 Verbot von der Marke Leicester. Willst du noch was wissen? Nein, Bruder, vielen lieben Dank. So, ich würde sagen, fahren wir direkt außen an. Styling 24, Class 2. Der die Alpina-Lippe vorne. Schreib es mal in die Kommentare mal rein. Großen Bordcomputer haben wir. Elektrische Fenster vorne, hinten. Telefoneinrichtung haben wir. Kapholter habe ich auch, Bruder. Sitzheizung haben wir. Alarmanlage haben wir. M-Lenkrad. Ich muss kurz ranzoomen. Ah, okay. Er hat M-Paket nachgerüstet. Weil auf dem einen Bild mit Styling 24 hat er die M-Schweller nicht drauf. Und bei dem anderen Bild, Türkei-Fahne, Deutschland-Fahne, hat er die M-Schweller drauf. Mit Styling 24. Aber was ich vorhin nicht gesehen habe, ist, guck mal hier vorne. Am Kotflügelbereich. Hinter dem Blinker. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Boah. Respekt. Respekt. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Was ich euch jetzt sagen kann, ist, er hat auf jeden Fall keine MPG-Stoßstange vorne. Muss es ja auch nicht haben, ne? Weil er hat vorne eine andere Lippe verbaut, auf jeden Fall. Fahrzeug wurde tiefer gelegt. Schöne Felgen draufgeklatscht. M3-Spiegel draufgeklatscht. M-Schweller draufgeklatscht. Ich würde schon sagen, aber am Heck haben wir eine MPG-Stoßstange. Aber nur an der Front nicht. Aber es ist wirklich meine persönliche Meinung jetzt, ne? No Front oder so, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Kann man so lassen, kann man so stehen. Boah, wirklich sehr schön, gefällt mir auf jeden Fall. Was ich jetzt an dem Kfz ändern würde, ne? Mir fällt jetzt nur eine Sache ein. Ne? Die Nieren würde ich so lassen. Innenausstattung würde ich jetzt so lassen. Wenn überhaupt, ist ja wirklich nur Geschmackssache. Ich würde die Stoßstange ändern. M-Paket. Das Fahrzeug sieht so natürlich chockgesell aus, aber mit M-Paket an der Front. Meine persönliche Meinung, sieht viel, viel geiler aus. Kommen wir nun zum Ende des Videos, Freunde. Falls du willst, dass Fatih Zähne auf dein Kfz reagiert, schreib mich per Insta an. Sei nicht schüchtern, ich beiße nicht. Ja? Falls euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal Fatih Zähne, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns zum nächsten Mal.